berichten, weil es gibt zwar viel mehrere, aber unsere Schulzeit war ganz speziell, etwas länger und außergewöhnlich. Und so haben wir die vielen 3 Stunden am Vormittag genutzt, um etwas zu dichten. Das wollen wir euch jetzt vortragen. Zum Schluss. Zum Abschluss wollen wir etwas berichten, ein paar lustige und dann nicht so schöne Geschichten. Wir 3 haben es geschafft, zu dritt gemeinsam haben wir 30 Jahre in dieser Schule verbracht. So mancher Lehrer kam erst nach und ging wieder vor unserer Zeit. Da waren wir für die Matura noch immer nicht bereit. Circa 90% der Lehrer durften hier genießen. So manch einer hat uns auch leider eingeschissen. Doch mit den meisten kamen wir recht gut aus. Deshalb flogen wir von dieser Schule auch niemals raus. Begonnen hat es bei uns vor 10 Jahren. Da war noch nicht einmal der Euro da. So kauften wir uns um 10 Schilling beim Buffet ein Getränk. Das wäre heutzutage schon fast ein Geschenk. Vieles veränderte sich. Vieles veränderte sich und wurde in den letzten 10 Jahren umgebaut, sodass man heute auf eine ganz neue Schule schaut. Neue Lehrer und neue Methoden, selbst im Unterricht schaut. So. Nicht immer waren die Veränderungen positiv und wurden gerne gesehen, doch die Zeit bleibt nicht stehen, das mussten alle einsehen. Wir erinnern uns auch gerne an die Zeit zurück, als es noch der Schulwartkammer gab zum Glück. Dort ging es oft lustig zu mit dem Holzschuss der Brotwagen groß, die 3. Doch auch diese Zeiten sind schon längst vorbei. Jetzt ist es der Herr Groß, der im Schulhaus agieren darf. Und der Schulwart flog raus, weil er sich dem Groß nicht unterwarf. Doch auch wir 3 werden hoffentlich noch länger in Erinnerung sein. Egal ob als Techniker, in der Schulband oder als Helfer allgemein. Auch dem Prinzen- und Tanzlehrer wird man vielleicht noch länger Aufmerksamkeit schenken. Und so werden die Profs in guter Erinnerung noch lange an uns denken. Mathe war nie unser bestes Fach, aber unsere Mathe-Karriere ist auch nicht schwach. 9 verschiedene Mathe-Profs und alle zeigen dir anders, wie du es kannst verstehen, dann wird man ja deppert, das kann ja nicht gehen. So haben wir oft in den Mathe-Freien einen Kampf begonnen, doch jetzt am Ende haben wir gewonnen. In diesen letzten 10 Jahren konnten wir viel Privates von unseren Professoren erfahren. Egal ob Beziehungen, Affären oder eine Turtelei, bei unseren Profs war alles mit dabei. So wurden bei manchen Profs die Stunden zum Diskutieren oder Reden verwendet, andere hingegen hätten nie so ihre Stunden verschwendet. So eine große Bandbreite an verschiedenen Lehrern hatten wir. Liebe, nette, ungerechte und coole. Auch strenge, gemeine und die, die einfach natürlich wirken wollen. Und die besser nicht hätten Lehrer werden sollen. Aber so ist es wohl an jeder Schule. Es gibt halt nicht nur lockere und coole. Aber alle gemeinsam haben uns ans Ziel gebracht. Und jetzt ist unsere langjährige Schulzeit endlich vorbei. Nicht nur wir verlassen jetzt die Schule und gehen in die Welt hinaus. Auch unser Direktor hat gesagt, wenn er uns verliert, ist auch für ihn die Karriere. Von dieser Schule gehen und nun die Welt mit anderen Augen sehen. Ein Leben ohne Schule ist für uns noch gar nicht vorstellbar. Wir waren jahrzehntelang Montag bis Freitag immer da. Aber ihr braucht nicht um uns weinen, denn die Sonne wird auch im Vico weiterscheinen. Zum Schluss möchten wir noch ganz speziell unseren Klassenvorständen danken. Frau Erdl, Frau Seidl, Frau Lang, Frau Strasser und Frau Kussi, an euch allen ein kleines Abschiedsbussi.